In diesem Video präsentiere ich euch drei Energy Drinks. Das Besondere an den drei Energy Drinks ist kalorienarm, vegan. Ob sie schmecken, schauen wir mal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, jetzt nehmen wir uns erstmal ein Glas zur Hand. Und wir haben hier so drei Dosen Bio Energy Drinks. Ja. Und zwar, ja, der Tisch ist jetzt ein bisschen schief, deswegen müssen wir die Dose weiter jetzt hinstellen. Wir probieren jetzt mal die erste Dose, Maracuja Ingwer. Ja, Ingwer ist so eine Sache, ne? Das kann nicht schwer nach hinten losgehen. Und zwar ist das erstmal, sagen wir mal hier, Nakao von Natur aus Wach. Die gab es beim, lass mal überlegen, beim Globus gab es die, genau, beim Globus bei uns. Aber ich denke mal, die wird es woanders auch geben, also wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr mal ausprobieren. Übrigens, falls noch nicht geschehen, Abo da lassen, Glöckchen aktivieren für die nächsten Videos. So, und jetzt schauen wir uns das mal an hier. Geruch, ja, der Ingwer kommt durch. Ja, so ein bisschen gelb, ja, nicht gelb, ja, so trüb gehalten. Schmeckt nach nicht viel. Das schmeckt wie, jetzt nicht falsch verstehen, aber habt ihr schon mal schimmeliges Brot gegessen? Aus Versehen. Da hat man ja so einen komischen Geschmack im Hintergrund. So schmeckt das. Ja, ja gut. Vielleicht das wächst ja besser. Was haben wir hier? Kuwiti-Zitrone mit Guana. Das sind ganz komische Sachen. So, probieren wir mal. Kuwiti-Zitrone mit Guana. Ja, nicht so viel davon. Auch wieder so eine trübe Mischung. Ja, es riecht. Und noch ein kleines bisschen Zitrone riecht es. Ja, Geschmack. Ja, als würde man ein bisschen, also würde man Wasser trinken mit 2-3 Tröpfchen Zitrone, wenn überhaupt. Also sehr, sehr schwach im Geschmack. Also bis jetzt überzeugt mich das Zeug jetzt noch nicht. So, dann haben wir hier so ein cooles Teil hier. Pink Grapefruit. Weil da sind auch mal schön Tiere drauf. Hier haben wir dann hier so ein Papagei. Und dann haben wir hier, ja, was ist das hier? Eine Amsel oder sowas, keine Ahnung. Und dann haben wir hier Flamingo, Pink Grapefruit mit Guana. Ja. Ja. Nochmal, so sehen die Döschen aus. So. Gut, probieren wir das mal. Geruch wie eine Limonade. Ist auch ein bisschen in Pink gehalten, ganz fein, dezent. Ja, geschmacklich bitter, klar, ist ja auch Grapefruit, aber nicht übertrieben. Also ist vom persönlichen Geschmack her finde ich das jetzt am besten. Und das kann man gut trinken, wenn es kalt ist. Also nicht kalt draußen, noch kalt im Kühlschrank ist. Ja, schmeckt das ganz akzeptabel. Sagen wir mal so, nicht gut, nicht schlecht, akzeptabel. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen rauf, abonniert den Kanal. Ciao, bis zum nächsten Mal.